Hallo ihr Lieben, wer passt zum Skorpion, wer entfacht sein Feuer und wer ist sein Traumpartner? Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und dann schauen wir doch mal, wie es mit Wasser und Feuer aussieht. Der Widder, ein Feuerzeichen. Auf den ersten Blick finden sich die beiden sehr sexy und anziehend. Aber der Widder ist sehr stürmisch und dem Skorpion ist er einfach nicht feinfühlig genug. Also dieses anfängliche Hochgefühl flaut schnell wieder zwischen den beiden ab. Beide sind Dickköpfe. Und in der Partnerschaft sind dann eher Kampf und Tränen angesagt als Glück und Erfüllung. Also vielleicht was für eine schnelle sexuelle Geschichte, aber für eine Partnerschaft nicht. Wie schaut's denn aus mit dem Löwen? Auch ein Feuerzeichen? Sturm und Leidenschaft bricht los. Wenn Löwe und Skorpion aufeinandertreffen. Auf erotischer Ebene spielen beide auf dem Level, wenn auch mit unterschiedlichen Methoden. Bei ihnen hört das Prickeln nicht auf. Also das sieht schon mal sehr nach Traumpaar aus. Ja, ich glaube, ich muss den Widder mal weglegen, damit ich genug Platz hier habe. Wie schaut es aus mit dem Feuerzeichen Schütze? Körperlich fühlen sich Schütze und Skorpion zueinander hingezogen. Doch tiefe Gefühle entstehen hier nicht. Dem Schützen wäre das egal. Aber der Skorpion, der möchte einfach mehr. Also für eine kurze erotische Sache wäre das eventuell was, aber für eine langanhaltende Beziehung eher nicht. Der Skorpion und der Wassermann. Wasserzeichen und Luftzeichen, wie machen die sich miteinander? Die geheimnisvolle Art vom Skorpion fasziniert den Wassermann und der Skorpion ist allerdings sehr eifersüchtig und der kommt mit dem großen Bekanntenkreis von dem Wassermann nicht so recht klar. Sexuell sind sie nicht auf der gleichen Wellenlinie. Also das sieht man gar nicht so gut aus. Wie schaut es aus mit dem Luftzeichen Zwilling? Wo die beiden aufeinandertreffen, da kommt es zu hitzigen Wortgefechten. Beide sind nie um einen Kommentar verlegen. Doch am Ende geht wohl der Skorpion als Sieger hervor und der Zwilling zieht sich zurück. Das Luftzeichen Waage und der Skorpion. Die leidenschaftliche Dominanz des Skorpions zieht die Waage zu Beginn magisch an. Und auch der Skorpion kann der Schönheit der Waage nicht widerstehen. Körperlich passt die Chemie. Auf Dauer könnten sich die sexuellen Vorlieben aber zu sehr unterscheiden. Und auch menschlich, der Skorpion ist zu besitzergreifend und zu misstrauisch. Und die Waage ist recht gutgläubig und zart beseitet. Und ja, das passt dann nicht so gut. Also vielleicht eine kurze, heiße Geschichte wäre drin. Aber für eine Partnerschaft mit Potenzial eher nicht geeignet. Kommen wir zu den Erdzeichen. Der Stier.
Der Skorpion ist dem Stier wahrscheinlich zu anstrengend mit seiner Art. Der Stier ist sehr bodenständig und gutmütig und unterstützt den Skorpion in all seinen Vorhaben. Doch dem Skorpion könnte es schnell langweilig werden. Die Interessen weichen einfach zu sehr voneinander ab. Das Erdzeichen Steinbock und der Skorpion. Ja, diese undurchdringliche Fassade vom Steinbock, Entschuldigung, die undurchdringliche Fassade vom Steinbock reizt den Skorpion. Er will ergründen, was sich dahinter verbirgt. Aber die erhoffte Leidenschaft findet er beim Steinbock nicht. Ja, schade. Und wie schaut's aus mit dem Erdzeichen Jungfrau? Im Beobachten und Analysieren sind diese beiden Meister. Der Skorpion findet schnell raus, wie er die Jungfrau verführen kann. Wenn er die harte Schale mal durchdrungen hat, dann schmilzt sie auch dahin. Aber der Skorpion ist ihr einfach zu tiefgründig und zu mysteriös. Und die Jungfrau ist sehr sachorientiert und zeigt selbst keine Gefühle. Und das gefällt dem Skorpion nicht. Der braucht Gefühle. Und ja, bleiben die Wasserzeichen. Also, wie läuft's mit dem Skorpion und dem Krebs? Also, wenn die beiden sich in die Augen schauen, dann funkt es meistens sofort. Der Skorpion hat das, was der Krebs braucht. Und diese Verbindung hat was Magisches. Zwei Seelenverwandte gesucht und gefunden. Für sie gibt es nur ganz oder gar nicht, wenn es um eine Beziehung geht. Bis ins hohe Alter sind Krebs und Skorpion völlig vernarrt ineinander und verliebt wie am ersten Tag. Also das ist mega, mega, mega Potenzial. Skorpion und Fische, wie sieht's denn da aus? Hier kann keiner dem anderen widerstehen. Ein absolutes Traumpaar. An der Seite des Skorpions traut sich auch ein Fisch, seine sexuellen Fantasien auszuleben. Ganz toll. Die Wasserzeichen scheinen wohl sehr gut miteinander zu harmonieren. Ja, und wie sieht's aus, wenn zwei Skorpione aufeinandertreffen? Geht es gut oder nicht? Beide sind diese Alles-oder-Nichts-Menschen. Dazwischen gibt es für die beiden nichts. Und wenn zwei Skorpione sich begegnen? Also zusammen kennen sie keine Grenzen. Aber es sollte keiner von den beiden untreu werden, weil dann gibt es einen erbitterten Kampf. Wenn die beiden treu sind, dann ist es das absolute Traumpaar. Komplett auf einer Wellenlinie. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne ein Like da. Bis bald. Tschüss.